Einen wunderschönen guten Morgen. In der nächsten Woche, da sitzt das iPad endlich mal wieder entspannt, man könnte fast sagen locker, im Rampenlicht. Und damit macOS nicht zu kurz kommt, sich fair und gleichberechtigt behandelt fühlt, widmen wir uns heute kleinen Mac-Utility-Apps. Das ist Software, die ist nur auf macOS möglich, respektive nötig.